Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute seht ihr noch nicht den vierten Teil unserer Sommertour nach Frankreich, sondern heute geht es mit vier Flugzeugen zum Fly-In nach Brunte mit US Daily Sandwiches. Ja, und dabei ist die Stark Turbulent vom Andreas, den begleiten wir. Ganz tolles Flugzeug von 1959. Es gibt ein paar schöne Air-to-Air-Aufnahmen, dann treiben wir uns ein bisschen in Brunte rum, genießen da das Essen und dann geht es nachher zurück und es gibt auch wieder schöne Air-to-Air-Aufnahmen. Ich habe ein bisschen experimentiert mit dem Sound. Auf dem Hinflug gibt es ein anderes Setting als auf dem Rückflug. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was euch vielleicht besser gefällt. Also, viel Spaß! Okay, kleine Ansprache. Ja. Mittlerweile laufen alle Kameras. Wir fliegen nach Brunte mit vier Flugzeugen. Und zwar die E5, eine, wie heißt die, Stark Turbulent. Ja, ne? Genau. Ja, ist jetzt nicht so richtig wahnsinnig schnell. Und zwei, nee, eine WT9 und ein Speed Cruiser. Und ja, die Stark, die fliegt jetzt so mit 140. Ich bin kurz vorm Klappe setzen und habe die ganze Zeit die Fahrt im Blick. Nicht ganz ohne. Ich sehe dich. Und dann machen wir gleich mal ein, zwei Air-to-Air-Bilder. Da haben wir als Sicherheitspilotin Imke dabei. Hallo. Wir kommen jetzt mal wieder hoch zu dir, Andreas. Jo. Wie weit bist du denn mit dem Lappel? Ja, so ein Drittel habe ich. Flugstunden. Okay. Jetzt mal ein bisschen länger Pause durch Urlaube. Mein Fluglehrer und bei mir. Und dann geht's, denke ich, jetzt im Herbst wieder weiter. Na cool. Jo. So, ich habe mich hinter euch wieder eingereiht, 3 Kilometer bin ich hinter euch dran. Okay. Ja, eine schöne Eskorte für dann Andrea. Hältst du das aus, dass ich jetzt filme? Ah, alles gut. Machst du ein bisschen mit Luftraumbeobachtung? Ja, mache ich, auf jeden Fall. Legen Sie mal vor und nehmen eure Landungen auf. Oh, das ist eine super Idee. Ja, perfekt, Wladimir. Ich würde vorschlagen, dass ihr das vielleicht auch alle noch vor mir landet, weil ich bin sehr langsam im Anflug. Ja, guter Plan. Michael, ich komme jetzt rechts neben dich etwas höher als du und fliege dann an dir vorbei, okay? Ja, ist in Ordnung. Mit 4K kann ich noch einen Ausschnitt gleich machen. Und husch vorbei. Jo, in Sicht, Bernd. Ja, Andreas hat was. Hat was, ne? Hat was von dem Flug, ne? Aber so ein bisschen hängt man jetzt so. Ja, total. Aber wie gesagt, die piept sehr zuverlässig. Das habe ich auch manchmal im Landeanflug schon. Okay. Und mit welcher Geschwindigkeit fliegst du an? 120 so? Ja, kann man sagen. Ich will nicht, dass du mit erhöhtem Anstellwinkel fliegst, Michael. Die wächst dann wie so eine saftige Pflaume. Ja, das, die AOA-Anzeige zeigt auch immer noch grün, aber die ist schon aktiv. Ja, glaube ich. Sieht man. Sollen wir mal auf Brunte gehen, dann können wir mal ein bisschen Verkehr hören. 118985. 118985. Korrekt, Platz von Höhe ist 1000 Fuß. Okay, danke, dann fliege ich auch mal vor. Alles klar, dann gehe ich jetzt auf die andere Frequenz. Ciao. Alright. Ja, Delta Bravo Tango, Südplatzrunde bis 628. Gegenabflug melden, Segelflug ist aktiv, also Augen auf. Segelflug aktiv, Gegenabflug melden, Piste 28 Delta Bravo Tango, danke. Brunte Info, Delta Mike, November Victor Lima. Delta Mike, November Victor Lima, Brunte Info. Hallo, auch aus Techline, eine VL3, zwei Personen.
etwa ja, eine Minute hinter dem Speed Cruiser aus der rechten Bravo Tango auch zur Landung. Ja, Delta Victor Lima, dann Piste 28, Einflug über die Südlandrunde gegen Anflug melden. Vorsehen, Delta Mike Alpha Lima X-Ray. Da bin ich schon knatterig. Delta Mike Alpha Lima X-Ray, wir sind genau in zwei Personen aus Münster, der X-Ray Landinformation, die bekommt Piste 28, Segelflug im Norden, gegen Anflug melden. Delta Lima X-Ray, korrekt. Hallo, hallo, hier ist der Echo. Tango von der Victor Lima, überhole rechts. Okay, überhol mal. Ohne Paul 3 ist langsam flugfähig. Ich musste gerade schon mit der EFO 130 fliegen, jetzt reicht's. Delta Echo Foxtrot, Uniform Foxtrot. Hallo. Delta Echo Foxtrot, Uniform Foxtrot. Ja, ja. Delta Echo Foxtrot, Uniform Foxtrot, eine Starkturbulenz 1 aus Münsterfelde, quer ab, melde VOA. Ich habe die Landeinformation gehört, Piste 28 in Betrieb, werde Gegenstandsflug melden und Segelflug in Betrieb. Delta Lima X ist 1028. Im Querflug ist auch noch einer. Ja. Dann müssen wir mal durchstarten. Ja, das macht ja nichts. Nein, das macht ja nichts. Der Platz. Victor Lima, eindrehen gegen Anflug 28, Sierra Juliet in Sicht vor mir. Victor Lima im Queranflug 28, etwas nach Osten versetzt. Umsehen, Delta Kilo, Indien. Hallo. Gut, was los, ey. Jo. Kommt mal Beinchen raus. Guck mal, ein Schlösschen da unten. Ah, oh, shit. Ja. Ja, vorsichtig da durch, Lima X-Ray und dann daneben. Victor Lima im Endanflug. Ja, der Flieger im Querflug bitte als Nummer 3. Wechselwärme, Wind Nummer 3, hat den Verkehr vor mir sicher. Aber die Reiter und so sieht man alle super. Eine butterweiche Landung. Delta Echo Foxtrot, Uniform Foxtrot im Gegenanflug, Piste 28. Oh, ich kann das mal probieren, hier vorne mal rein, ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Ist bis next. Final 28. Nice! Ja, perfekt. Sehr schön. Bitte einmal auf den Reiner, das geht manchmal nicht selber aus. Das ist jetzt nicht einmal auf den Knopf. Ja. Ja, aber so, die Hand vielleicht. Ah. Hallo. 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 Ja, schön gelandet in Bohmte. Nett hier, richtig gut was los. Jetzt sehen wir uns mal ein bisschen um und essen ein Sandwich oder Kuchen. Gibt es nur Sandwich oder gibt es auch Kuchen? Ich glaube nur Sandwich. Okay, komm, lass es abhauen. zu den Waffen. Gut angekommen? Bin gut angekommen, ja. War ein schöner Flug, wirklich. Toll, immer wieder über den Teutel hinweg. Sehr schön. Schon toll, ne? Mhm. Hat ja auch gute Begleitung. Hat Spaß gemacht. Ja, wir sind ja schön nebenher. Okay. Ah, das ist schon ein Schmuckstück. Hat ein neues Zuhause gefunden. Ja, sie ist 1959 gebaut worden, demnach jetzt 63 Jahre alt. 1959 gebaut? 1959 gebaut. Wahnsinn, ey. Hatte dann in den Anfang der 60er mal einen Unfall, ist dann im Werk nochmal neu aufgebaut worden. Und 1991 wurde sie auf einen Sauermotor mit etwas mehr PS, mit 57 PS umgerüstet, umgebaut. Und ja, da hat sie auch Scheibenbremsen bekommen, sodass sie auf dem neuesten Stand ist. Der Magnetschalter oben rechts. Der Magnetschalter ist tatsächlich auch damals in den alten Kampfflugzeugen, Weltkriegsflugzeugen noch verbaut worden. Der Typ? Der Typ, ja. Von Bosch war der.
hier mit So, jetzt kriegen wir kurz eine Einweisung, was es hier zu futtern gibt von, wie ist dein Name? André ist André. Mein Name, genau. Ja, André erklärt uns das jetzt hier. Genau, und wir sind heute hier in, ja, beim LSV Wittlage und hier wird heute, hier verköstigen wir euch heute mit dem Buckboard Bacon. Das ist Schweinenacken gepökelt mit Rübenkrautglasur, Majoran. Das wird gereicht auf einer Scheffel, auf einer Käsewaffel mit Apfelmus und Thymian. Das zweite ist klassisches Pastrami, bisschen pikanter Gewürz. Ja, ich bin noch nicht fertig, das habe ich schon ein paar Mal öfter gesagt. Klassisches Pastrami, das steht jetzt allerdings auch schon seit 12 Uhr, hier geht er nicht so nah dran. Mit Gurkenrelish, Röstzwiebeln und einer Spezialsoße. Und dann haben wir hier Geflügel, Hot Turkey mit Chili, einer Note von Zitrone mit Tomaten, die sind jetzt total, ich sag mit, ja, ja. Ne? Und auch wieder ein Gurkenrelish und unten drunter einer Minz-Joghurt-Soße. Und dann haben wir hier noch Patatas Bravas, Kartoffelecken, neudeutsch, aber mit Salz und Zimt. Okay, für mich einmal das. So, jetzt reicht es hier, wir wollen noch was essen. Ja, dann kriegst du Pute, kein Problem. Wie bringst du der Kamera ja den Geschmack jetzt bei? Ja. Wegen Fernsehen sind wir jetzt aufgetreten? YouTube. Alles klar, kein Problem. Dann brauchen wir aber nachher noch einen Namen. Ja, klar. Komisch, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt an Frank denken muss. Grüße gehen raus. Der wäre der Restauranttester Frank. Ja. Der hat dir bestimmt seinen Stern gegeben, ne? Ja, bestimmt. Ja, für uns heißt es jetzt Abflug. War schön hier. Lecker. Aber jetzt geht's heim. Okay. So. Es geht heim. Ja, der Rückflug. Ja, war doch nett hier. Nette Leute, ein paar schöne Flieger, leckeres Essen. Ja, auf jeden Fall. Und schöner Platz, gepflegte Graspiste. Kommt immer gut. So nah jetzt. Na dann. Wir sehen uns in der Luft. Bestimmt. Flieg schon mal vor. Ich flieg schon mal vor, du kommst nach. Okay, wir machen uns mal auf den Rückflug nach Techte. Der Andreas hat schon angelassen. Müsste jetzt was werden hier. Wohnte Info, Delta Mike November Victor Lima. Delta Mike November Victor Lima, Wohnte Info hört. Delta Mike November Victor Lima noch auf dem Abstellplatz auf dem Gras. Wir wollen zurück nach Münstertechte in Formation mit der Delta Echo Foxtrot Uniform Foxtrot. Die Delta Uniform Foxtrot, dasselbe Ansinnen wie der Kollege gerade. Ich möchte auch nach Münstertechte. Ich stehe hier neben der Falco und roll gleich mal vom Start bis zur Tour. Info, Delta Echo Bravo. Delta Echo Bravo. Moin Moin, Delta Echo Bravo, 224. Die Vorwerfer von Vorne Westfalica, zwei Personen an Bord. 5 Minuten. Östlich vom Platz. Die Delta Echo Foxtrot, die Uniform Foxtrot ist abflugbereit im Rollhalt bis 28. Ich rolle auf, Start. Die Delta Mike November Victor Lima schließt sich an. Ja, es ist aber Acker. Boah, das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, das wird gleich ein bisschen glatter. Okay, Acker. Ja. Fernflug vor. Andreas, schon auf 122.0. Ja, da bin ich, ja. Super, wir sind schon kurz hinter dir. Auch rein. Ja, die steigt wirklich gut, ne? Ja. Kann man sagen. Ja, ich hab mal ganz kurz früher vorne. Traffic. Jetzt machen wir noch ein bisschen Air-to-Air, ne? Ja. Seh euch. Wir dich auch. Ich flieg jetzt mal so mit 2,5, 2,6 Topdrehungen. Das macht so bei mir fast 50. Vorsicht, jetzt verkehrt sich.
Kannst du mal sagen, dass ich die Kamera im Anschlag habe? Michael kann gerade nicht gucken. Der filmt dich. Alles in Ordnung. Sehr nice. Ja, sieht gut aus. Also schön Sonne hier. Und nochmal. Doch nicht, mache ich wieder Roll den rechts. Ja, Andreas von rechts. Wow, was für ein schönes Flugbild. Und einmal lächeln. Delta Echo Romeo in der Golf für Europa, fliegt nach Essen, zwei Personen und schließt sich der Cessna 172 am Kreuz auf dem Abflug bis zu diesem Punkt. Test bis vor. Wirklich schönes Flugzeug. Ja. Der Doppeldecker von Reinhard und Co. ist auch sehr schön. Ja. Wir sind unter dir. Ja, ich sehe noch ein bisschen was von euch. Oh. Oh, guck. Sieht sehr schön aus. Ja, aber auch. Sag mal 7% Leistung. Okay. Ich schleiche mich nochmal nach hinten von hinten an und mache einen Vollkreis jetzt. In Ordnung, ich halte die Position auf jeden Fall. Flieg aber mal weiter. Ich halte die Position, er macht da ja mehr oder weniger. Ja, ja. Hat wirklich die Position gehalten. Ja. Ich hoffe nicht, wenn du immer mal zwischendurch ein bisschen Luftraum guckst, ne? Ja, ja, mach ich. Ach, sieht mal, ob er nochmal mit den Flächen wackelt. Andreas, wackelst du mal bitte mit den Flächen? Schön. Ja, sehr schön. Glaube ich, den Vollkreis nach links machen, oder? Ja, kannst du machen. Sehr schön, Michael. Traffic. Ich muss ja sagen, es ist wirklich elegant, was du da machst. Verbrennt jetzt 7 Liter pro Stunde jetzt gerade. Ja, so sparsam bist du noch nie geflogen. Super lahm, ne? Ja, dann geben wir jetzt mal Gas und gehen mal zum Anflug auf der Echte über. Okay, ich folge. Das war sehr schön, Andreas. Ja, gleichfalls. Mein Gott, du beschleunigst sogar schnell. Gute Landung. Euch auch, bis gleich. Three Greens, der kommt wieder nach vorne. Position 2. Ich auch mal ein bisschen Bahn, weil vorher habe ich immer noch so. Ja, perfekt. Hallo Alexander, die Delta Uniform Foxtrot, Echo Foxtrot Uniform Foxtrot. 3 Minuten südlich zur Landung, bitte vor. Es war mir ein Vergnügen. Ja, ich sag auch vielen, vielen Dank. Super, klasse. Schön. So, das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder zum vierten Teil unserer Frankreich-Tour. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.